Hallo und willkommen zu meinem Vlog. Ich vlogge wahrscheinlich die ganze Woche, da ich am Donnerstag kein Video hochladen werde und am Mittwoch auch nicht. Denn am Mittwoch habe ich Geburtstag und ich werde endlich 16. Ich bin die Letzte in meinem Jahrgang, weil ich in der 11. Klasse bin und immer noch 15 bin. Aber ja, und deshalb werde ich die ganze Woche vloggen. Und wir hatten am Samstag einen Ball. Es ist mega schwer zu erklären. Ich habe das unter meinem Instagram-Bild erklärt. Ja, es ist einfach, wir haben zwei Clubs in dieser Stadt und diese Mädchen der Clubs, also sind so Mädchenclubs, die wurden dann alle vorgestellt und hatten wunderschöne Kleider an und meine Freunde waren halt auch in diesen Clubs oder sind immer noch in diesen Clubs und deshalb hatten die dann auch ein Date und ich bin halt in keinem der Clubs, deshalb war ich einfach nur als Gast da. Ich saß wieder tot höchstpersönlich im Moment, weil ich glaube ich krank werde. Und mir die Augenringe habe, weil ich kaum Schlaf hatte. Und ja, dann war ich da und es war sehr cool. Und dann war da noch eine Afterparty und die war auch sehr, sehr cool. Und dann habe ich auch bei Freunden übernachtet und deshalb habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin erst um 5:30 Uhr morgens eingeschlafen. Heute habe ich 100.000 Abonnenten geknackt und es tut mir leid, ich wirke gar nicht aufgeregt deswegen oder gar nicht froh darüber, aber ich bin wirklich richtig ätzend, dass ich genau jetzt krank werde, denn ich habe Pläne heute, morgen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und das Wochenende. Yay. Und meine Freundin hat mir geschrieben nach der dritten Stunde und meinte so, oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Ich war so, hä? Und ich habe es verpasst, aber oh mein Gott. Und ich bin voll ausgerastet und meine Freunde sind ausgerastet und dann saßen wir alle am Lunch und haben geschrieben. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken. Ich kann Dankesreden nicht halten, ich bin wirklich schlecht darin, aber ich wollte mich bedanken, weil ihr der Grund seid, ja, ihr seid der Grund dafür. Und ich habe die beste Community, also wirklich, es ist so viel Liebe und Inspiration und Motivation in dieser Community. Und hier ist kaum Hass. Und ja, das liebe ich sehr. Ich mache YouTube nur zum Spaß, das ist mein Hobby. Und deshalb freue ich mich so krass, dass es so gut ankommt. Weil ich nie irgendwie Videos mache, die auf Klicks aus sind. Und ja. Meine Freunde kommen später rüber, meine Stimme kackt gerade ab, aber meine Freunde kommen später hierher. Und dann schauen wir den Bachelor. Denn der Bachelor geht heute in die Finalrunde. Wir schauen den amerikanischen und der ist richtig cool. Der amerikanische Bachelor ist cooler, denn am Ende des Bachelors sind die verlobt. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Und ich bin krank und ich gehe wahrscheinlich später noch zur Schule, aber jetzt noch nicht, weil... Yay. Wait, it's blurry. Is it? Oh, there you go. Oh, dang. That's so cool. Hey. Hi. I'm still sick, but... No, you're not. Now I'm not alone anymore. No, you're so cute. You want cookie? Let's bake cookies. So, I went to school for eighth period because I didn't feel good. I thought you said you were going seventh and eighth. Yeah, but I didn't go to 7th. I just went to 8th. Good. And I had an exam. Ooh, you had English? Yeah. I made a 63. I made an 82. Oh, look at mine. Look at that. It's because I've been crying last night. I know, then they are like getting big, right? Look at this. Oh, is it good lighting? Looks cute. Come down to you. I'm not that short. Okay. Hello. It's gonna be... Oh. What are we doing? We're not eating it. We're cooking the cookies. What time did you say they did here? I don't know. I was just eating that pizza. It'll take longer if I wait too long. No, we can just order it now. That was the first time I learned about cookie dough. I was sitting in front of this and was looking at it. I remember you looked at me like I was drunk. Yes, because you are. You're like, what's that? It's good. I'm crazy, but you should. We have one cookie. That's tiny. No, I'm tickling. He's gonna shit his pants. Oh! She hurts when she tickles. I don't. Yeah.
Do I hurt you? No. I don't know. It's probably because you didn't have abs. I don't have... You're right. I don't have abs. You're like, shit. You're right. No, shit. Your hands are cold. Yeah, I know. I'm stealing your girl. We're fighting about it, aren't we? No. We don't have to because I already won. Ow, that hurt my arm. Oh, no. Someone's calling you. Anna Claire, answer it. No, hey, Anna. Hey. What's up? Sup? Why'd you call me? Because you need to hurry up. Stop it. Good morning, I'm back. Good morning. Hi. What'd you do? Too short. She loves tickling people. I know. I tickle my siblings all the time. But she hates being tickled. She won't let you tickle. It's Beth J, and one of her best friends is Peyton. He's Bugs Tracy. It's Jackie's birthday. I didn't realize she was vlogging. I'm just saying she's got an 16th apple. Birthday. She's no longer underage or of legal age to do a lot of things. Not here. I'm still waving. Yeah, not in Alabama, because Alabama sucks. Still waving. There it is. Can you imagine? It's not Fat Tuesday. What are we doing? We already ate it. So you should have vlogged with me. Mine was like $10. It was really huge. Mine was only 7. But there was a cute lady here. So 16. She is 16 years old today. Which means she gets 16 spankings. Still 6. 16 spankings? Ow, ow. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. God, it really hurts. I didn't know she's only one. I'm only one? I thought you were one spanking. I forgot to say crap. Dude, sorry. Crap. I'm 7. Crap. I taught them the German choice. I burped. When Jackie and I went, shrimp. It was hilarious. Hilarious? Oh, look at this lighting. Where's that little Brighton? The last vlog I posted was with those girls, and it said happy vlog. It was the first time we hung out, actually. Whose was it? Yeah. I wasn't in there, was I? Yes, you were. Which is the day me and Jackie met. Aww. Yeah. Aww. It was the day me and Jackie. It's the day that I got to see all of her friends. It's the day that me and Jackie got close. The day that I gave Jackie all of her friends. You're welcome. Not true. Just yes, my best true. Friends. No. La, 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 la. Jimmy, is Jimmy still born? You know who it is? Don't put you. Y'all are so cute. Hi. Jackie, get in the front. Okay. Be the birthday girl. No, get on a ride and wanna get up. Did you ever touch it with the ones you should have held close? Did you ever let go? Did you ever not know? I'm not gonna stop. That's true inside of me. All I have to do is believe. I'm not gonna stop, not gonna stop till I get my shot. Oh my gosh, ich kann grad in mein Zimmer rein. Hä? Warte. Ich bin grad verwirrt. Oh mein Gott. Oh. Hallo. Diese Woche ist eine der aufregendsten Wochen überhaupt. Aber auch gleichzeitig eine der beschissensten. Warum filme ich gerade eigentlich? Ich bin krank und es wird immer schlimmer und schlimmer, weil ich kann kaum atmen und kaum gucken. Mir wird voll schlecht schon wieder. Und ich muss zur Schule gehen, weil ich 2 Arbeiten schreibe und ich die nicht nachschreiben kann, weil meine Schule das nicht erlaubt. So, falls ich mich in der Schule übergebe, ist nicht mein Problem. Ich schminke mich gerade, weil ich nicht aussehen will wie der Tod, auch wenn ich das schon tue. Ich bin einfach nur so mad, ich bin so sauer auf meine Schule, dass ich nicht mal einen Tag zu Hause bleiben könnte, weil ich sonst
zwei Arbeiten verpassen würde und ich die nicht nachholen kann, weil ich morgen für Ewigkeiten in einem Bus sitzen werde, damit wir zu einem College fahren können und oder einem französischen Wettbewerb teilnehmen. Ich muss für diesen französischen Wettbewerb noch ein Poster malen. Also ich muss wirklich ein Bild malen und ich kann das nicht. Und ich habe heute nur noch Zeit. Ich war einfach nur schlafen. Ich hatte auch nur 4 Stunden Schlaf, weil ich nicht schlafen konnte, weil meine Nase zugestopft war. Was ich sagen wollte, ist eine sehr ereignisreiche Woche, weil ich halt Klausurenphase jetzt erstmal habe und ich wurde 16 gestern und ich konnte kaum was machen. Und ich hatte jetzt. Und ich war gestern mit jemandem unterwegs und wir hatten einen kleinen Unfall. Also niemand ist zu Schaden gekommen oder so, aber das hat einfach so die ganze Stimmung am Tag gekillt. Also ich gehe jetzt mich umziehen, auch wenn ich mich gar nicht umziehen will. Es juckt mich nicht. Meine Haare bleiben so. Ich gehe einfach so. Es juckt mich wenig. Es wird besser. Es wird besser. Ich will gleich, aber es ist okay. Nur meine Mutter holt mich jetzt ab, meine Gastmutter. Es ist 13 Uhr und ja, ich gehe jetzt nach Hause, weil es mir verdammt kacke geht. Okay, bye.